heute hier, was jedenfalls die sprachliche Auseinandersetzung betrifft. Und unser Versuch, in Frieden zu kommen und das im Dialog zivilgesellschaftlich zu klären, damit sind wir erstmal am Ende. Die Kämpfe ordnen sich natürlich ein und es geht mehr als um Zwangsräumung. Vor 2 Tagen wurde ein griechischer Rapper ermordet von Faschisten in Griechenland. Achtet auf Ankündigungen, da soll es eine Demo geben. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gar nicht weiß, wie da so die Absicht ist. Aber auf alle Fälle achtet auf Ankündigungen. 13 Uhr meine ich. Ich meine um 13 Uhr morgen am Holocaust-Denkmal, Mahnmal. Okay, 13 Uhr morgen am Holocaust-Denkmal unter Vorbehalt. Ja, ja. Da ist ja auch noch genug Zeit, nochmal ins Netz zu gucken, ob das so ist. Ja, schön, dass ihr da wart. Ich finde, es ist ein tolles Bild vor diesem trunkenden Reichtum, mit euch hier zu stehen und gemeinsam zu überlegen, wie wir weiterkommen. Und ich glaube, man kann auf alle Fälle sagen, wir lassen die Reichen mit ihrer Gier auf keinen Fall allein. Wir retten sie vor ihrer Gier. Wir sind mehr und wir sind viele und wir bleiben alle. Ja, bis zum nächsten Mal.